damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Indie-Ecke, zu Goodbye, My King. Ja, ein Action-Early-Access-Indie-Titel kommt heute raus. Aus dem Hause Civil Savages. Und hört sich auf jeden Fall ganz interessant an. Ich habe es noch nicht gespielt. Wir werden uns jetzt gemeinsam in die Beta begeben. Storytime. Der Tag beginnt. Viele, viele Aufgaben. Dieser Verräter. Was hat er getan? Wir haben ihm die Krone übertragen. Und werden aus unserem eigenen Schloss vertrieben. Damit. Ja, das habe ich schon, das Video habe ich schon mal auf Steam gesehen. Ich habe mir das natürlich vorher alles angeguckt. Das Spiel ist in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, Italienisch, zu machen und zu spielen. Jetzt habe ich es. Falls ihr das ganz gerne auf Französisch spielen wollt oder so. So, es lädt. Ein interessanter Ladebalken. Finde ein Bruchstück des Edelsteins in der königlichen Kammer. Interessant. So sieht das also aus. Wir kommen gerade vom Klo. Interessanter Soundeffekt. Early Access. Beta. Alpha. Nee, Beta bin ich schon. Interessant. Eine Zeichnung. Vielleicht von uns, man weiß es nicht. Von unseren Kindern. Ein Frosch? Hallo, Mr. Frosch. Frog, Sir. Kann ich dich über den Haufen rennen? Nee. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Machen das alles mal ein bisschen leiser. So, so schön. So. Anscheinend unser Schloss. Oh, mit Horn. Mit. Was sind wir denn? Wikinger? Das sah gar nicht so aus. So, wir gehen hinein und gucken mal. Was ist das? Ach, da davor ist die Tür, alles klar. Aber wie sind wir durch das Fallgitter gekommen? Bist du echt oder bist du Deko? What the hell? Hat hier gerade einer versucht... Kann das sein, dass wir überleben müssen? Kann es sein, dass wir über Fallen lauern oder sowas? Es soll auch einen kleinen Horror-Touch haben. Okay, unser Wappen ist das Lamm. Okay. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Na, fick dich, dein Peter. Alles klar. War nichts Wichtiges. Oh, was haben wir denn da? Er guckt zu den Sternen hinaus. Ist das vielleicht so eine Art Hinweis oder so? Fenster? Weißt du, dass das Spiel abgestürzt ist? Wow. Okay, mit Escape konnte ich es wegdrücken. Was ist das? Okay.
Da brauche ich ein. Also ich will mal sagen, dass es ein sehr fortschrittlicher Schloss ist, ja. Mit Zahlencode. Ja, wir haben das Lamm auf jeden Fall auf unserer Seite. Interessant, interessant. Okay, hier ist nichts mehr. Kann ich das da unten vielleicht aufmachen? Nee. Warte mal. Konnte laufen. Ich glaube, das soll so eine Art Crouchen sein. Weiß noch nicht so ganz. Also ich crouche nicht wirklich. Ich kann mich so ein bisschen in Tarnmodus bringen, ja. Aber. Ist das Elektro da oben? Also mit der Kugel, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger als sonst. Ich muss auf jeden Fall Gegenstände finden. Soweit sind wir jetzt schon mal, ne? Hier ist auf jeden Fall eine Tür, wo wir durch können. So ein Arsch offen? Ich gehe doch da nicht ran. Also ich gehe davon aus, er möchte, dass ich da ein Kabel zwischenpacke oder sowas. Ja. Und nicht, dass ich hier Elektroschocks kriege. Also, dass ich quasi der Leiter bin. Da geht was auf. Warte, was? Ah. Ah, okay. Die Fackel. Kurz überlegt, was hier so knistert. Okay. Also, wir können Gegenstände aufmachen. Ich möchte ungern von solchen Dingern erschlagen werden. Das ist kein Cartoon hier. Hier ist nur ein Dach. Sparren. Da hinten liegt doch was. Kann ich dich nehmen? So ein leuchtender. Muss ich wirklich alles angucken, ne? Ich habe keine. Was haben wir hier? Passwort 13001. Okay, das Passwort für die Tür. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Ich glaube, das ist kein natürliches Verhalten für eine Suppe, dass sie so grün kocht. Also unser Anliegen ist es im Grunde in diesem Spiel, unseren Thron zurückzugewinnen, ja? Also soweit, das habe ich schon begriffen. Aus der Steam-Information. Wie wir das Ganze vonstatten kriegen, hier braucht man Schlüssel für. Kein blassen Dunst. Was uns hier erwartet, weiß ich auch nicht. Normalerweise müsste doch das hier dieselbe Tür sein, oder? Whatever. Knarrende Dielen oder sowas. Kann ich dich töten? Anscheinend nicht. Okay. Kriegt man ja Angst. Zustände. Na gut. Next try. Also ich dachte mir schon sowas, dass das nicht funktionieren würde.
dass ich da nicht hin darf, solange der noch da ist. Aber es geht. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir es schaffen sollen. Oh, ein Edelstein. Reiches Königreich. Okay, kann ich hier rein? Nein, Heilverwandt. Kann sein, dass er friert? Oder sowas? Ich glaube, das Ganze sollte... Warte, wir gucken mal. Wenn er außer Puste ist... Ne, hört er einfach auf. Vielleicht sind wir auch einfach kalt hier draußen. Wir gehen rein. Wir sind der Herrscher. Mahlzeit. Alles resettet? Nee. Muss ich die Tür hinten nochmal aufmachen? Sag jetzt nicht, der wandert hier querbeet. Muss ich dem Typen jetzt immer ausweichen, oder was? Oh, hier wollte ich gar nicht rein. Aha. Ich verstehe. Gut, der Typ ist mein Gegenpart. Der hat uns natürlich den ganzen Ärger eingebrockt. Dort auf dem Nachttisch. Und dann soll ich rechts durch irgendwas durch. Das finde ich irgendwie sick mit diesen kleinen Zeichnungen. Das sind die Hinweise, wie man hier gewinnt. Money, money, money. Was ich wirklich brauche, sind Sachen, wie die mir helfen. Spielidee, finde ich gut. Einfach gehalten. Ich glaube, er ist hinter mir. Boah! Er hat mich auf jeden Fall irgendwo gesehen. Okay. Keine Ahnung, wo er gerade rumlungert. Was es jetzt nicht leichter macht. Ah, hier ist noch eine Tür. Kann ich hier aufschließen? Okay, hier drin kann ich mich noch verstecken. Ich habe irgendwas aufgehoben. Ich glaube, es ist eine Art Draht vielleicht. Warnt mich diese Musik? Boah. Gänsehaut-Feeling pur. Ich glaube, der Typ wandert so ein bisschen durchs Schloss. Macht aber sehr wenig Steps. Das Niki Biki ist sein Metier. Keine Ahnung. Hä? What? Wie? Du Sack. Ah, okay, ich muss also wirklich weglaufen, ja? Hier drüben hin. Und dann hier raus.
hat mir die Zeichnung gesagt. Glückwunsch, Emil abgeschlossen, Tochterzahlen? Ohne den Tod. Vorgehen. Also nächstes Level wahrscheinlich. Okay. Das ist weird. Ich dachte eigentlich, das wäre ein großes Singleplayer-Ding und irgendwas muss man erledigen, aber das könnte so echt levelmäßig sein. Das erinnert mich ein bisschen an Hello Neighbor. Das Ganze. Wo man auch quasi immer so ein Stückchen und dann gehst du darüber und dann machst du das und kommst da ein Stück weiter und kriegst das raus. Oh, hey. In der königlichen Kammer. What the hell? Mein Gott. Alter. Okay. Am Tage. Back to the castle. Verschlossen. Wir müssen also einen neuen Weg hineinfinden. Es sind immer so verschiedene Aufgaben anscheinend. Kann man hier jetzt rein? Nein, hier kann man nichts machen. Brunnen? Brunnen, bist du der Eingang? Nein. Keine Ahnung, was er wieder für Anfälle hat. Weiß ich nicht. Kann ich so rein, wie ich rausgekommen bin? Das letzte Mal? Scheint nicht. Okay. What? Unter dem Stein neben der Tür. Oh, das ist sick. Wo könnte der Schlüssel für die Tür sein? Okay, das Schloss hat sich ein bisschen geändert. Nichts drin, nur Sprit. Bisschen Außenwelt. Ja, das ist so ein bisschen trashig, ne? Da hinten läuft er. Er futtert gerade. Aber wollen wir ihn jetzt mal nicht stören. Gucken, was er dann macht. Das ist ja wie im Horrorfilm hier. Da ist er. Er geht auf meinen Thron. So läuft das hier also, ja? Scheint nicht sehr spannend zu sein. Dann. Geht er darüber? Schreibt, was er den ganzen Tag getan hat. War in der Küche essen. Hab mich auf den Thron gesetzt. Bin zum Tagebuch gegangen. Meine Fresse, er macht ganz schön viel in der Hütte. Dann geht er da lang. Okay, dann geht er wieder links rum. Okay, dann geht er wieder in die Küche. Alles klärchen. Mein Bärchen. Im Ernst?
Alles klar. Die Handelbank. Was ist hier los? Warum gibt es hier keine Hinweise mehr? Hallo. Sexy, sexy. Was? Ich kann einen Rahmen nehmen, ein Bild. Warum? Scheinbar muss ich damit irgendwas machen. Also die Grundidee ist gut von dem Spiel. Denn da? So, er kam gerade aus der Küche. Ah, ist schwer zu sagen. Doch, er müsste sich jetzt auf den Thron setzen, richtig? Jo. Da haben wir ein bisschen Zeit. Dann können wir uns hier... Wäre das gestoppt, finde ich, so laut? Wäre das alles gar nicht so schlimm. Was ist da? Hm. Dem Raum hier ist gar nichts. Müsste ja gerade wieder in der Küche sein. Will ich da wirklich rein? Ich bin mir nicht sicher. Schwierig. Okay. Lauf, mein Freund, lauf! Wir müssen laufen! Schneller, schneller! Oh, ist direkt hinter mir, ist direkt hinter mir. Schneller, 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 schneller. Nein! Geh doch weg! Ich hab dir doch gar nichts getan! Tja, also ich habe hier ein Bild. Dem muss ich irgendwas machen mit dem Bild. Ich habe keine Ahnung, was. Er ist da. Hm. Ich brauche auf jeden Fall einen Schlüssel. Hexe. Ha. Tja. Was kann man mit dem Bild nur machen? Es
So, die Hinweise vorher fand ich netter. Die gekritzelten. Also, von hier drüben kann man... Nix. Auch nicht. Schwierig. Ich muss erst mal gucken, wo er rumhängt. Sonst machen wir hier wieder einen Jogging-Simulator oder was. Da ist er. So, haben wir ein bisschen Zeit hier vorne. So, ist hier noch irgendwas? Also hier war nur die alte Truhe. Ich weiß halt nicht, ob er uns irgendwelche Hinweise gibt, weil er ist immer hier an dieser komischen... Topfpflanze. Nein. Ich klicke jetzt hier gerade einfach mal wahllos alles an, was ich hier so sehe. Suppe, Futter. Okay, ich habe das Fleisch von ihm. Was ich vielleicht für den Drachen-Hund brauche. Hier vielleicht das Fleisch reinschmeißen. Nach oben bitte. Schlüssel mit dem Magnet aus dem Bild. Beziehungsweise diesen Schlüssel. Läuft hier oben eine Wache rum oder so? Wir müssen doch beide... Oh, warte mal. Ist da kein Hinweis für hier im Raum vielleicht? Wo die hingucken müssen, die Herrschaften? Ne, den kann man nicht bewegen. Den auch nicht. Wo ist der Magnet? Ha! Hab dich. Ein Schrank zum Verstecken. Dankeschön. Oh, gleich mitgenommen.
Das war jetzt scheiße. War das so? Ha! Da. Okay. Die müssen sich angucken. Der muss da hingucken. Der muss da angucken. Okay. Mit Tab. Und der muss hier weggucken. Was haben wir denn da? Kamm? Spiegel? Eine Art Hinweis anscheinend. Hilfen. Ja. Muss ich mit den Pfeiltasten oder so? Aha. Ja. Ich weiß es nicht, was das zu sagen hat, aber wir werden mal gucken. Schlafzimmer. Wo ist der Spiegel? Was hat das jetzt mit dem... ganzen Kappes auf sich. Okay, das Bild habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, was mir das sagen soll, dass er sich da gekämmt hat. Okay. Level beendet. Ich weiß nicht, was Tochterzahlen sein soll. Ich glaube, Vorgehen ist weiter, Überspielen ist nochmal spielen. Tochterzahlen, keine Ahnung. So, meine Lieben. Aber so für den Ersteindruck soll es das auch erst einmal gewesen sein. Anscheinend ändert sich jetzt jedes Mal das Level und man muss herausfinden, wie man es bestehen kann. Ja, so ein paar Kniffe sind natürlich ein bisschen schwierig, dass ich jetzt für den Knurrenden, dass ich den da unten füttern muss, ist schwierig gewesen, muss ich ehrlich gestehen. Da habe ich jetzt nur durch Button Smashing, also das Fleisch, gefunden. Ich glaube, gewisse Bereiche sind, ich wollte gucken, wie sich das Level hier ändert. Bestimmte Bereiche sind ein bisschen einfacher. Ich glaube, man muss immer dem König folgen. Es sind immer ein paar Gegenstände da, wo er auf jeden Fall seine Route fährt. Schön zu sehen. Ich weiß nicht, was das kosten soll. Ist so ein bisschen was... Ich weiß immer nicht, was der hier hinten hat. Frierst du hier in der Ecke oder so? Oder weinst du? Das glaube ich irgendwie nicht. Wir gucken nochmal kurz rein. Und dann geht's. Machen wir auch direkt einen Cut. Er wandert da vorne schon wieder. Ach, da liegt schon wieder ein Zettel, den muss ich lesen. Ja, ja, komm her. Er mit. Die Welt hat sich wieder komplett geändert. Hier ist noch ein Schuttberg. Mann, 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 was macht er aus unserer schönen Burg? Gut, meine lieben Freunde. Das war wieder mal eine Runde Indie. In diesem Falle mit... Goodbye, my King. Man muss sich ja so ein bisschen durch, Level für Level, und sehen, wie man es schafft. Ist eine schöne Idee. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, was es kostet. Kommt heute, denke ich, raus, oder ist besser gesagt heute rausgekommen oder wird heute rauskommen. Hoffe sehr, dass es euch gefällt oder gefallen hat, wenn wir immer mal so ein bisschen Indie spielen, mal immer was anderes, ja. Man versucht ja immer mal so eine Nische zu finden, wo man sagt, ey, kann man sich einmal angucken. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Die KI funktioniert erstaunlich gut. Ja, also der König, beziehungsweise der jetzige König, glitscht sich nirgendwo durch, läuft seine Wege, beziehungsweise läuft ordentlich wieder zurück. Sehr, sehr spannend, wenn er hinter einem ist.
Ja. Lasst ruhig ein Däumchen da. Kommentar immer gern gesehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Sowieso sagt mir ruhig, was ihr von diesen Indie-Sachen haltet. Soll ich da mehr von machen? Wollt ihr sowas immer mal zwischendurch sehen? Und oder nicht? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.